Ich glaube, was fliegt durch die Luft und macht Mus-Mus? Ich glaube, das hatten wir. Ich weiß aber die Antwort nicht mehr. Es tut mir leid. Macht mal, was macht Mus-Mus? Ah, da kann man hoch. Oh, jetzt geht's los. Wie heißt das lauteste Möbelstück? Der Chat blüht auf mit Flachwitzen. Ach stimmt, was fliegt durch die Luft und macht Mus-Mus? Eine Biene im Rückwärtsgang. Ja, den hatten wir schon. Den sollten wir auf die Liste setzen von hatten wir schon? Also kenn deine Antw de die Antwort zu deinen Flachwitz weiß ich gerade auch nicht. Was, Klo? Zwei Kannibalen essen einen Clown, sagte eine. Er schmeckt aber komisch. Ah, okay. Ah, der schmeckt aber wirklich komisch. Akustisch? Wie heißt das lauteste Möbelstück? Akustischer Tisch? Akustisch? Ach, akustisch. Tisch. Ah, okay. Leute, ich glaube, ihr könnt den Flachwitz von dem bösen Wolf und Rotkäppchen leider nicht toppen. Es tut mir leid. Der ist so genial. So, die zwei Kannibalen hatten wir schon. Gut. Wollte ich schon sagen, da brauchen wir auch noch den Witz. Aber stimmt, das schmeckt ja komisch. So, morgen. Genau. Was war das? Pick. Oh Gott sei Dank. Wie heißt das Reh mit Vornamen? Bambi. Wollen wir nicht? Reicht, wenn du lachst. Okay. Kartoffelpü? Was? Wie heißt das Reh mit Vornamen? Kartoffelpüree! Ja, der ist gut. Erstmal darauf kommen, ne? So, hä? Kartoffelpüree, ja. Da war ja was. Irgendwas läuft da gerade noch auf uns zu. Wow. Wow. Wirklich viel. Was essen Autos am liebsten? Benzin? Essen. Apropos Essen. Bisschen gönnen wir uns. Parkplätzchen. Das essen auch das am liebsten. Parkplätzchen. Hört sich auch niedlich an. Parkplätzchen.
Was ist das Gegenteil von Reformhaus? Ich glaube, das sage ich jetzt mal lieber nicht. Reh hinterm Haus. Pumpe, sag mal, hast du irgendwas Wichtiges hier mal gehört? Etwas, was man gebrauchen kann? Was ballert das so? Reform, ach so, Reformhaus. Vor dem Haus. Nein, ich voll bin. Gut, ich werde mich mal wieder. Oder wartet mal. Kann ich? Nö, definitiv nö. Wenn wir das mal so machen. So, ich überlege, ob wir dann schlafen gehen, wobei wir haben ja noch unsere Taschenlampe. Nichts kann mich aufhalten. Oh Mist, Kindersicherung. Kennt ihr, ist aber auch gut, ne? Was sagt ein Keks, Krümel? Ach so, das. Ach, das heißt. Naja. Nimm mal das, nimm mal das, nimm mal Vollgas das, das, das. Das. Nice. Nein, ich wollte gerne zwei noch mitnehmen. Ah, zwei sind nice. Munition. Ich muss hier ganz dringend mal aufräumen. Munition sollte ich vorsichtshalber. Ich brauche 100. Mehr brauche ich nicht. Wir sammeln ja relativ gut. Ernsthaft? Ich nehme die 200 mit. Kekse können nicht reden, sicher? Netzwerkfehler, ich weiß nicht, woran das liegt. Also von mir kann es nichts kommen. Ich bin unschuldig. Oh, jetzt hätte ich beinahe mein Glas umgeschmissen. Ich weiß nicht, wo ich hier überall lang gehen kann. Kann es nicht liegen. Ich habe noch nicht meine Verzögerung drin und ich bin glücklich drüber. Nackenschelle. Nach Kampfzwergenart. Ja. Stamina ist vorhanden. Wohin geht ein Reh ohne Haare in die Reha-Klinik? In die Fleischtheke kennen. In die Fleischtheke stimmt eigentlich, ne? Die müssen ja auch ein bisschen geschoren werden. Nacktschellen. Wie heißt der Erfinder von Shorts? Horst. Oder Jeans. Ah. Kurzziehhose.
das hast du wieder mal gehört, oder wie? Na, komm mal ran. Nice, die Musik ist so geil, wenn sie mal kommt. Du bist aufgestiegen. Danke. Leben machen wir mal. Was hat ein Fay, lebt im Wald und schreit immer Kugel, Kugel, Kugel. Komm mal ran. Au! Uncool. Ah, ja. Okay, jetzt. Danke. Sehr freundlich. Ich dachte, Kekse können nicht reden. Geschrei. Wo im Bock? Der ist so schnell. Wenn wir gut zielen. Oder belassen. Ich glaube, der Mann haut uns wirklich ziemlich gut aus den Socken. Wenn er uns mal treffen sollte. Speichern. Ziemlich. Komm, in diesen Kisten muss doch mal endlich was Gutes drin sein oder irgendwas. Wir müssen irgendwann nach weiterfahren. Oh, ich bin überladen. Ach, mein Leben hat keinen Sinn mehr. Gut, überladen. Gut, wir müssen hier nochmal hin. Warum sieht man Ameisen nicht in der Kirche? Fünf? Was? Was für ein Witz? Nein, ich hab's verstanden. Aber ich hab doch gerade gespeichert. Okay. Patient, kann ich offen mit Ihnen sprechen, Chirurg? Nein, wir setzen Sie vorhin unter Narkose. Das ist Aua. Weil sie Insekten sind? Okay. Ah! Deswegen Ameisen, weil sie Insekten... Okay, hab's verstanden. Ach, F5 ist für das Beutelchen. Sorry, ich bin irgendwie schon unter Stress. Wenn ich nur einmal dieses F5 lese, denke ich, dass ich sofort speichern muss. Beutezwang. Nein, das ist zu voll. Bitte nehmen Sie den nächsten. Danke. Ich werde kein Essen mehr haben. So, ein bisschen haben wir noch. Gut, ich würde sagen, wir gehen einfach mal eine Runde pennen. Da können wir ja gleich eine kleine... nette Salzstange knappern. Sorry. Ich weiß auch nicht. Irgendwie habe ich mein Mikrofon nicht so eingestellt, dass man das eigentlich... Hört ihr das eben jetzt knacken? So. Nice, ne? Nein, oder? Ach, es wird gerade hell. Nö, will ich nicht. Ich will noch 2 Stunden schlafen, Mami. Besser. So, Kartoffeln nehmen wir.
Ich finde es schade, dass man nicht in ein Stück Kartoffelteil reinbeißen kann. Wenigstens haben wir davon. Nein, ich wollte ein paar Stück haben. Im Stück. Besonders viel bekommen wir da nicht mit. Zwei reichen. Eins. Wir kommen ja sehr gut durch momentan. So, Munition hätte ich gerne. Pack mal bitte 150 rüber. Mit dem Rest kommen wir eigentlich gut klar. Ja, ich speichere nochmal. Wie nennt man eine Kellnerin im Homeoffice? Mutti gleich Hausfrau. Kellner Office? Kellner Office, voll logisch. Wie kam von da? Sekretärin? Spülmaschine. Multi, ey. Spülmaschine. Sag doch gleich Waschmaschine. Fernbedienung. Fernbedienung. Ich lache gerade innerlich. Genau. So, die Ecke haben wir. Dann müssen wir noch eins rüber und dann können wir nach oben laufen. Wir müssen doch hier irgendwas finden. Es hieß ja, dass sie in die Stadt gegangen ist. Irgendwas schleicht hier noch rum. Ich dachte, da kommt irgendwas mit Bierholer oder sowas. Oder Getränkehalter. Egal wie viel CDs du hast, Benz hat Mercedes. Also. Oh ja. Ist okay, aber. Muss an ein Bild denken, wo dabei steht, dass der neue DV größer ist als ein Geschirrspüler oder Spülmaschine. Okay. Alles klar, Günni, kein Problem. Ich hoffe, du hörst mich noch. Dann bedanke ich mich fürs Vorbeischauen. Der Livestream kommt eh auf YouTube, wenn du dir das Spiel anschau, weiter dann anschauen möchtest und zum nächsten Mal. So, moin. Keiner hier? Ist ja leicht schade. Ich kann schon wieder nicht mehr viel schleppen. Oh. Wir kommen in die Stadt. Leute, Party in der Stadt heute. Es hat sich leicht größer. Oh Gott, nicht so ein Vieh. Nee, vollkommen verständlich. Ohne Geld ist wirklich Mist.
gerade auf den Chat geachtet. So, ich sollte speichern. Ein bisschen können wir noch. Nee, wir kommen gar nicht in die Stadt. Glaube ich jedenfalls. Wir gehen gleich mal hin. Okay. Aber wir brauchen irgendwas. Wir brauchen Hebel. Achso, ja, Quatsch. Das geht ja gar nicht. Damit wir mit dem Zug nach hinten wieder zurückfahren können und dann nach rechts weiter. Alles klar, Multi. Okay, Ken. Da waren wir. Hä? Nee. Da ist ein kleiner süßer Zombie. Hi, ciao. Wir haben nichts gefunden, ne? Das heißt, wir müssen mal da nach oben gehen. Vielleicht finden wir da etwas. Hi, Kumpel. Wir haben nichts. Und Durst und Hunger habe ich jetzt auch schon wieder. Ein akzeptabler hast du noch, Ken. Das ist Rotz. ich habe zwar nichts gemacht, aber ich speichere mal. Doch irgendwas sein. Kiste waren wir. Wir brauchen einen Hebel. Ich durfte heute bei der Arbeit zum ersten Mal Gabelstapler fahren. Kommt auch gleich in den Nachrichten. Der ist aber auch gut. Bei der Stadt komme ich ja nicht weiter. Ich bin gerade kurz verwirrt, was ich hier nur jetzt noch machen soll. Ich muss mal kurz nach dem Text nochmal schauen. Verdammt, ist verrückt. Ich kam zum Posten, um sie um sie abzulösen. Sie mit dem gebrochenen Scheitel. Also, ich sehe jeden Blick in ihren Augen, wenn sie um den Hebel.
Ich bin leicht verwirrt. Muss ich zurückfahren? Ja, Gabelstapler zu fahren macht echt Spaß. Ich würde sagen, ich gehe einfach mal den Weg lang. Geh noch mal zur Stadt. Vielleicht hat das ja irgendeinen Sinn. Also. Keine Ahnung. Habe ich noch was zu essen dabei? Bin leicht verwirrt. Da lang musste ich. Da komme ich doch wieder in die Stadt. Wir machen mal gemächlich. Oder auf die andere Seite der Macht irgendwo. Oder war es das vielleicht? Jetzt Early Access, aber wenn ja, dann. Bisschen wenig. Kumpel. Oder habe ich irgendwas verpennt? Du, Großer. Sag mal, ich habe da ein gewisses. Genau das. Ein gewisses Problem. Auch nicht durch. Wartet. Wir haben ja noch Granaten. Die Granaten würde ich jetzt mal mitnehmen und versuchen, die beiden Autos, die vorne stehen, die den Eingang blockieren. Das wäre die einzige Möglichkeit, wo man da reinkommen könnte. Und die versuche ich jetzt mal in die Luft zu sprengen. Was anderes würde mir auch nicht einfallen. Kann ich eigentlich mit schon. Nö. Was anderes fällt mir jetzt ein. Wer braucht denn sowas? Ich nehme einfach ein rotes Fass. Ich nehme jetzt einfach mein rotes Fass und probiere damit, die Autos wegzuspringen. Wenn ich mein rotes Fass finde. Ich laufe die ganze Zeit an roten Fässern vorbei und jetzt urplötzlich. Da ist doch eins. Und ich nehme mich mit. Das wird jetzt ein bisschen langsam gehen, denn ich kann nicht rennen.